Ich begrüße dich herzlich zum Samstagsplausch auf meinem Handarbeitskanal Schieblerfuhl. Sonst in der Woche häkeln, stricken und spinnen wir. Viele Sachen kannst du ganz schnell und einfach in der Playlist finden. Viel Spaß beim Stöbern und jetzt geht's los. Und ihr habt bestimmt schon gelesen, Bratapfel. Och, das erinnert mich doch immer an unsere Großmutter. Wenn wir dann kamen und sie so halb durchgefroren vom Schlittenfahren, hat sie gesagt, guck doch mal in die Backröhre, da ist ein was ganz Leckeres drin. Und so ist das jetzt auch. Wir machen einen ganz leckeren Bratapfel. Ich habe das bisschen umgewandelt. Früher gab es ja nur Nüsse und Rosinen. Wir machen ganz viele andere Sachen dazu und los geht's. Ich weiß zum Beispiel, dass die Großmutter so einen Ausstecher hatte für diese in der Mitte, für das Gehäuse. Ich habe jetzt noch keinen wieder gesehen und deswegen nehme ich so ein ganz dünnes Trangiermesser. Und ja, jetzt sind schon, ich habe schon Viere vorbereitet. Ich kann die euch mal zeigen. So sehen die aus. Einen machen wir gemeinsam, damit du dich dann auch rantraust und das für deine Kinder und für dich auch mal machen kannst. Das ist nämlich ein wunderschönes, leckeres Sonntagsessen, wenn ihr fertig seid. Und dann holst du für jeden noch so einen leckeren Bratapfel raus. So, einfach hier einstechen, einmal quer runter. Dann fange ich hier oben an. Ich lege mir das verkehrt rum hin und steche dann praktisch einmal rundherum. Du brauchst auch keine Angst haben, wenn du das machst, immer erst die Hand richtig an den Apfel, dass der auch nicht wegkullern kann und dann erst reinstechen und wieder. Erst schön anfassen und dann, dass er nicht wegkullern kann und dann einmal reinstechen. Und das machst du jetzt praktisch einmal rundherum, wie im Uhrzeigersinn. Du drehst dir praktisch den Apfel und machst das jetzt erst einmal. Dann hole ich das hier raus. Und hier oben mache ich das dann auch noch. Hier müsstet ihr lang. Ihr seht, dass das hier irgendwo der Kipppunkt ist, wo es nach unten geht, sage ich jetzt mal. Und da erst festhalten und auch hier reinstechen. Und drehen, festhalten. Und erst wenn ihr euch wirklich ganz sicher seid, reinstechen, damit euch nichts passiert und ihr nicht dann eventuell noch in die Notaufnahme müsst, wenn der Finger ab ist zu Weihnachten. Ist nämlich auch nicht lustig. Also wirklich immer erst drehen, gut festhalten, dann stechen. So. Ich habe jetzt schon mal ein paar gemacht, deswegen sieht das bei mir bestimmt auch so einfach aus. Jetzt habt ihr hier in der Mitte von oben und unten das meiste schon weg und innen ist jetzt noch dieses Gehäuse. Da könnt ihr jetzt wunderschön hier lang schneiden. Ihr merkt das schon, es ist fast schon vorgearbeitet. Und einmal von unten, einmal von oben. Und ihr seht das, wie schön groß das bei mir wird. Je größer das Loch ist, je mehr passt rein. Ja, und wer das eben gerne mag, ich halte es mal so, dass ihr das mal reinschauen könnt, wenn ich das rausschneide. Ihr könnt das dann auch so nach unten durch oder hier so. Und dann einfach noch ein bisschen drin rumschnitzen. So. Und ja, schön, oder? Also ich mag's. Jetzt ist es nämlich jetzt so richtig schön groß und da passt auch viel Inhalt rein. So, und um den kümmern wir uns jetzt. Ich habe ja 5 Äpfel. Das heißt, ich mache euch unten die Angaben auch für 5 Äpfel rein, weil auch wenn sie kalt sind, schmecken die lecker. Und manchmal kommt noch ein Freund mit vom Schlittenfahren von euch. Bei euren Kindern oder Enkeln und dann habt ihr auch noch für den was. So, ich nehme das Messer jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt ein anderes Messer
Und zwar so ein ganz großes. Das ist besser zum Durchhacken. Ihr seht hier schon, ich habe Mandeln ungeschälte, weil das ist für den Darm besser. Das ist dann wie Zähneputzen für den Darm. Deswegen lasse ich die Schalen zum Beispiel dran. Viele von euch können auch Mandeln schon gehackt nehmen. Das ist egal. Das ist, wie du das möchtest. Dann habe ich hier noch drinne Sultanin. Ich finde Sultanin immer schöner wie Rosinen. Dann habe ich drinne, wenn ihr nämlich Stollen backt, hat man meistens noch Orangeat und Zitronat übrig. Das ist Zitronat und das ist Orangeat. Jo, was habe ich jetzt noch drin? Ach ja, Feigen. Also ich liebe ja Feigen. Und deswegen gibt es die bei mir. Achso, ich muss noch sagen, Achtung, Werbung. Alles, was ihr seht, könnt ihr als Werbung verstehen. Ich brauche es aber, um mit euch einen leckeren Apfel hier zu machen. Das gibt es zum Beispiel im Netto. Das andere habe ich alles aus dem Rewe. Und diese gibt es auch so als kleine Pack. Die esse ich dann immer mal jeden Tag. Und dann lasse ich immer 4 übrig. Jetzt habe ich hier schon 3. Und hier kommt dann jetzt noch eine Feige. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Wartet mal, ich mache das mal ein Stückchen rüber. So, erstmal oben und unten ab. Hier unten, das ist manchmal richtig. Deswegen schneide ich das großzügig ab. So, jetzt zerteile ich das zweimal, dass ich praktisch das als Viertelchen habe. So. Und dann schneide ich das dreimal durch, viermal durch, je nachdem. Ihr könnt hier auch Datteln nehmen oder Dattelsirup zum Süßen. Das ist dann euch überlassen. Ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, wie ihr eure macht. Eure Bratäpfel. Dann habe ich noch vom Weihnachtsmarkt mir mitgebracht. Gebrannte Mandeln. Ich lasse mir da immer so eine bunte Tüte machen. Das sind Cashewskerne und Erdnüsse waren da noch. Hier die kleinen sind die Erdnüsse. Da mache ich dann auch immer noch ein paar dazu. Das schmeckt nämlich auch mega lecker. Und ja, so. Und jetzt hacke ich das alles mit dem großen Messer durch. Ich hatte ja schon mal angefangen. Ich müsste hier eigentlich ein großes Brettchen nehmen. Wartet mal, ich nehme mal ein großes Brettchen. Das ist viel zu viel auf dem kleinen. So, jetzt habe ich mein großes Brettchen gut. Und dann einfach alles schön durchhacken. Ich hacke dann immer so durch, falls was wegschnippt, dass es an meine Hand schnippt. Und ich hacke das alles wirklich richtig schön klein. Das, was so knackt, sind dann die Nüsse praktisch vom Weihnachtsmarkt. Ihr könnt das euch auch selber machen. Gebrannte Mandeln geht auch ganz leicht selber zu machen. Aber meistens kauft man sich dann eine Tüte und dann hat man so einen kleinen Rest noch übrig in der Jackentasche. Und ich habe das dann ein Jahr schon mal gemacht und fand das mega lecker. Und seitdem mache ich das immer wieder. Und ihr hackt das hier alles komplett durch. Diese Menge reicht praktisch für 5 Äpfel. So, da dazu kommt jetzt noch Marzipan. Kennt vielleicht auch viele von euch. So, ich brauche mal eine Schere. Dann schneide ich mir das einfach auf und rupfe mir da ein bisschen was ab. Wer Marzipanstollen hat, der lässt sich eben eine kleine Ecke übrig, wer Marzipanstollen backt. Und dann verteile ich das auch so einfach hier mit rein. So. Na klar, mache ich dann auch noch mehr, aber nur damit ihr ungefähr wisst, wie groß die Stückchen sein brauchen. Wirklich nur so klein, dass ich das dann alles in diesem kleinen Apfellöchlein. Ja gut, wir haben es ja schön groß gemacht. Alles schön dann durchbeckt.
So. Und dann nehmen wir uns mal die Äpfel vor. Ich tue die euch mal in die Mitte machen. Ihr seht, wie schön groß meine Löcher sind. Wenn ihr das auch hinkriegt, also wenn ihr es durchgestochen habt und dann einfach beim Ausschneiden größer machen. So. Dann wird das hier einfach so eingefüllt. Und auch mal runtergedrückt. So. Oh, hier hat einer richtig viele gebrannte vom Weihnachtsmarkt. Und jetzt kommt das alles hier rein. Richtig schön dicht. So. Ich habe den voll gemacht, weil derjenige, der den kriegt, der mag das nicht, was ich jetzt noch für Zutaten mit reinmache. So, hier, die sind alle nur halb voll. Und zwar fehlt ja noch Zimt und Zucker. Ich habe dann das Plätzchengewürz. Achtung, Werbung, das gibt es, glaube ich, auch im Rewe oder Marktkauf. Gibt es das, glaube ich, auch. Kaufland hat es, glaube ich, auch. Also ich sage euch die Marken, falls ihr das wirklich so nachmachen wollt, dass ihr auch die Zutaten findet. Dann habt ihr hier so ein Pulverchen drin. Seht ihr das überhaupt? Ja, okay. Und dann nehme ich mir einen kleinen Löffel und dann gehe ich mit hier hinten aber nur mit dem und mache dann ein bisschen rein. Da ist alles drin. Da ist sogar Tonkabohne mit drin. Achso, derjenige wollte nicht. Gut. Da ist Tonkabohne mit drin und da ist Zimt drin und Zucker und Pfeffer ist da mit drin, Kardamom. Da ist richtig schön viel Zeug drin, weil ihr das ja eigentlich auch an Gewürzplätzchen machen könnt. So, oh, das riecht total toll. Oh, wenn ihr das riechen könntet, schon allein der Geruch. Ja, so, und jetzt befüllen wir das fertig. So. Aber noch nicht ganz voll, also wirklich nur alles so lose reinmachen. So. Dann nochmal runterdrücken. Und jetzt, wer möchte, Vanillezucker. Vanillezucker. Oder wenn ihr selber Vanillezucker macht mit Vanillestangen, dann könnt ihr das auch nehmen. Oder auch Honig. Ich mache gern beides rein. Ich nehme dann auch hier hinten das so. Das reicht auch. So. Und jetzt noch mache ich Honig rein. Und dann mache ich erst komplett alles voll. Beim Honig ist das so ein bisschen, das muss man dann wirklich abmessen. Das gibt jetzt einen richtig schönen Geschmack. Und das läuft beim Backen auch komplett durch. Ihr braucht da keine Angst haben. Schon der Zucker allein, der rieselt ja durch. Wem das zu wenig ist, weil hier das war gerade, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Da mache ich dann einfach noch mal so einen kleinen Schwäps drauf. So. Ja, das dauert dann so seine Zeit mit Vorbereiten. In der Zeit habe ich schon den Backofen an auf 200 Grad Umluft vorgeheizt. Und wenn ich das reinschiebe, mache ich das auf 160 oder 170 und lasse das 15 Minuten ziehen. Ja, und dann stelle ich das aus und mache das nochmal 5 Minuten an. Ohne, lasse ich die praktisch in der Hitze danach ziehen. Nochmal 5 Minuten oder 10 Minuten. Ihr seht das dann schon, die Äpfel sehen dann nicht mehr aus wie jetzt. Die Äpfel haben dann einfach eine bräunliche Färbung. Wir werden das nachher auch sehen. Ich muss mal hier, das ist ja alles daneben gegangen. So, jetzt ist das hier auch schön drin. Und was ich gerne noch drauf mache, auch auf dem fehlt auch noch was.
dann einfach so, jetzt habe ich alles schön. So, dann mache ich meistens hier oben noch ein, ich habe ja die Plätzchen letzte Woche mit euch gebacken und die mache ich dann, die kleinen Schneeflöckchen hatte ich ja mit euch gebacken und dann mache ich dann auch, die zerteile ich mir ein bisschen. Die krümeln ja super schnell und das kommt dann bei mir auch oben drauf noch. So. Seht ihr, das reicht eins. Und das ist der Rest von zwei Dosen. Die haben so zugelangt. Ich glaube, ich werde das Wochenende noch mal welche backen müssen. Aber das ist ja immer so, gell, dass man das Rezept schon doppelt nimmt. Oder dreifach. Und dann ist vor Weihnachten schon wieder alles alle. Macht aber nichts. Ich freue mich da immer, wenn den Kindern es schmeckt. So, deswegen braucht ihr jetzt hier oben auch keine Angst zu haben. Die Krümel geben auch noch so viel. Wir hatten ja richtige Vanille drin, diese Vanillepaste. Das gibt jetzt noch so viel Geschmack ab, dass oben das, was wir jetzt zum Schluss drauf gemacht haben, praktisch auch genug Bums hat, wie man so schön sagt, beim Kochen und Backen. So, und jetzt stelle ich das in den Backofen und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Für dich ist das jetzt gleich. So, hier seht ihr den Apfel und je nach Garzeit und Größe der Äpfel kann das halt auch variieren. Wir schneiden uns den mal halb durch. Er ist jetzt, wenn ihr so reindutschen könnt, sage ich jetzt einfach mal so, ist der gut. Und dann habt ihr hier drin praktisch diese Füllung. Ich mache euch das auch mal rum. Und ich tue das immer mit Vanillesoße praktisch servieren. Ich mache da, gut, wir essen alle gern, sehr, sehr gern Vanillesoße. Ich sag mal, der ist dann auch nicht aufgeschnitten. Der ist ja dann auch zu. Du setzt den dann praktisch in die Vanillesoße. Oder wie jetzt zum besseren Auskühlen einfach aufschneiden. Noch ein bisschen Vanillesoße drüber. So, und dann einfach genießen. Und was auch noch lecker ist, zeige ich euch jetzt auch noch. So sieht das nämlich aus jetzt. Und an manchen Stellen ist der Honig jetzt hier rausgelaufen. Und ihr habt ja gesehen, beim Einfüllen zum Beispiel ist dann auch was daneben gefallen. Das ist dann praktisch der kleine Gimmick obendrauf. Und dann einfach losessen. Und wir probieren auch gleich. Ich habe hier dann immer so ein kleines Gäbelchen. Und das kann man sich dann hier so richtig schön lecker rauskratzen. Und guten Appetit. Ein Löffel für dich, ein Löffel für mich. Und ich wünsche euch, ist das lecker. Jetzt mache ich schnell, weil ich will das nämlich jetzt aufessen. Und ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, ihr meine Lieben, eure Nicole von Cheap Love Wohl.